Oje. Bittere Nachrichten von Nadia Abd El Farag. Erst kürzlich berichtete die Powerfrau, dass sie einen Neuanfang plant. Doch jetzt der Schock. Es wird nicht ruhig bei Nadia Abd El Farag. Wie die Ex von Dieter Bohlen kürzlich verriet, würde sie ihr Leben aktuell neu ordnen, um die düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen. Umso erschreckender somit die jüngste Nachricht von der 54-Jährigen? Nadia Abd El Farag bekommt unmoralisches Angebot. Dass Nadel via Social Media immer wieder eine Reihe von komischer Nachrichten erhält, ist definitiv nichts Neues. Eine Nachricht sorgt bei Nadel und ihren Fans nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Nadel erhält ein unmoralisches Angebot. So teilt sie eine Anfrage mit ihren Anhängern, in der zu lesen ist: Hallo Frau Abd El Farag, Sie waren für mich immer meine Traumfrau. Seit vielen Jahren frage ich mich immer wieder mal, warum eine so fantastische Frau in solche Krisen gerät. Ich möchte Sie fragen, und das hat mich wirklich Mut gekostet, ob Sie Interesse an einer erotischen Nacht haben. Ich würde sehr gut dafür bezahlen und für mich würde ein Traum wahr. Autsch. Dass Nadel so eine Nachricht nicht lange auf sich sitzen lassen kann, ist klar. Wie unter dem Post deutlich wird, ist Nadel von dem Sexangebot einfach nur sprachlos. So kommentiert sie: Es kostet mich auch Überwindung, nicht gleich zu kotzen, solche E-Mails zu erhalten. Und auch ihre Fans pflichten ihr bei. Wer schreibt sowas? Ein 20-Jähriger? Sehr kindlich. Nimmt er auch nur im Ansatz an, sie würden darauf einsteigen? Sowie lass dich nicht unterkriegen. Finde gut, dass du so offensiv damit umgehst. Wünsche dir viel Kraft. Ehrliche Worte, die zeigen: Nadels Community steht geschlossen hinter ihr. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Ex von Dieter in Zukunft von solchen Nachrichten verschont bleibt und sich voll und ganz auf ihren Neuanfang konzentrieren kann.